Erreger oder Nährboden. Es wird allgemein angenommen, dass Infektionskrankheiten durch Krankheitserreger, Keime und Viren verursacht werden. Der Vater dieser Theorie ist Louis Pasteur, der sie auf seinem Sterbebett zurücknahm und sagte, dass die innere Umgebung des menschlichen Körpers bestimmt, ob Bakterien und Viren Krankheiten verursachen. Dies wurde von dem weltbekannten Forscher Dr. Robert Koch bestätigt, der argumentierte, dass, wenn Krankheitserreger Krankheiten verursachen, die einzelnen Erreger in jedem Krankheitsfall gefunden werden müssen und niemals unabhängig von der Krankheit gefunden werden können. Und das ist nicht der Fall. Der Schlüssel ist also der Nährboden. Wenn du zum Beispiel anfällig für eine bakterielle Infektion wirst, könntest du sagen, dass du einen Nährboden, einen Lebensraum, für diesen bestimmten Bakterienstamm bereitstellst, damit er sich vermehren und die Gesundheit deines Körpers gefährden kann. Das Bakterium der Mandelentzündung Folliculitis ist zum Beispiel fast ausnahmslos in jedem Menschen zu jeder Zeit zu finden, trotzdem sind wir nicht ständig krank. Das gilt auch für das Meningitis-Bakterium oder das Herpesvirus. Warum kommt der Herpes manchmal zum Vorschein und manchmal nicht? Wie war es möglich, dass Missionsärzte und Nonnen jahrelang in Leprakolonien arbeiten konnten, ohne krank zu werden? Es scheint also klüger zu sein, unser eigenes Immunsystem um sie kümmern zu lassen, als zu versuchen, alle Viren und Bakterien um jeden Preis auszurotten. Das ist einer der Gründe, warum es sich lohnt, auf die Stärkung unseres Immunsystems zu achten.